Hey, hey, ich bin Vicky und zusammen mit meiner Hündin Cleo lebe ich auf Reisen. Vor über 5 Jahren habe ich meinen Job als Architektin aufgegeben und bin in den Roadtrip meines Lebens gestartet. Nach wilden Abenteuern in meinem Bulli wollte ich mir ein neues Zuhause auf Rädern bauen. Doch mitten im Umbau gab es einen Motorschaden und meine Träume lagen brach. Und nun? Weil ich ungern warte und die Werkstattkosten irgendwie finanziert werden mussten, habe ich mit Freunden spontan einen weiteren Camper gekauft, ausgebaut und verkauft. Danach ging es an meinem eigenen Van weiter. Nach 3 Ausbauten kann ich sagen, das, was am allermeisten Zeit und Nerven und Geld kostet, ist die Planung, Recherche und das Ausmergeln von Fehlern. Geht das auch anders? Ja. Mit der Erfahrung aus meiner Arbeit als Architektin, meiner Leidenschaft für das alternative Wohnen und meiner Expertise aus 5 Jahren Vanlife habe ich den Camperbauplan erschaffen. Der erste Schritt zu deinem großen Traum. Vermaßte Pläne, Detailfotos und Produktlinks, ein Leitfaden für einen richtig guten Ausbau. Wenn du lieber reisen willst, statt ewig an deinem Bus zu basteln, dann ist der Bauplan genau das Richtige für dich. Auf meiner Reise durch Griechenland habe ich Sina kennengelernt, die ihren Van nach einem meiner Baupläne gebaut hat. Sina und ihren Van à la Cinnamon stelle ich dir in diesem Video vor. If you ever find yourself lost in the Da mein Wassertank leer ist, habe ich schon zu der Notfallflasche gegriffen. Aber das wird für das Café kochen auf jeden Fall gehen. Also ich wurde ziemlich liebevoll und zur Selbstständigkeit erzogen. Meine Mama hat mir immer schon vorgelebt, dass man als Frau alleine eigentlich alles machen kann. Dass man sich nicht von einer anderen Person irgendwie abhängig machen sollte und dadurch halt alleine auch eigentlich das, was man will, erreichen kann. Und daher stand es auch irgendwie gar nicht zur Debatte, dass ich mit einer anderen Person reise, sondern ich wollte eben gerade die Erfahrung machen, wie es ist, mit mir alleine zu sein. Und ich kann auch, würde ich von mir behaupten, gut mit mir ja alleine Zeit verbringen. Und trotzdem ist natürlich, gibt es Höhen und Tiefen, die man dann halt eben alleine bewältigt. Man trifft Entscheidungen alleine. Ich glaube, wenn man so ja zu Hause auch schon seinen Kram eigentlich versucht, selbst auf die Reihe zu kriegen und ja ziemlich selbstständig eigentlich schon lebt, auch wenn man noch zu Hause lebt, dann denke ich, ist es auf jeden Fall möglich, auch so jung ja mit 19 loszufahren. Ich würde schon behaupten, dass alleine reisen, dass alleine sein, dieses selbstständig etwas tun, entscheiden, auch natürlich die äußeren Rahmenbedingungen zu haben, die Finanzen irgendwie im Blick zu behalten, die Entscheidung, wo schlafe ich, diese ganzen Dinge, was muss ich einkaufen, wie weit kann ich noch fahren, wie voll ist der Tank, wie viel Wasser habe ich noch, solche organisatorischen Sachen. Ich glaube, die helfen einem einfach dabei, erwachsen zu werden. Und deswegen würde ich behaupten, dass das mir jetzt in meiner Situation super viel bringt. Ich habe halt auch schon, da ich immer reisen wollte, ich habe ziemlich viel Geld gespart. Also tatsächlich, ich bin auch sehr dankbar, dass zum Beispiel auch meine Großeltern mir oft hier und da mal was zustecken oder halt auch zum Geburtstag es was gibt oder zu Weihnachten, dass ich da einfach ziemlich sparsam mit dem Geld umgegangen bin und nicht jedes Wochenende halt feiern war und halt einfach das Geld verprasst habe und dadurch hatte ich halt einfach noch viel über, was ich für die Reise ausgeben möchte, weil es mir das einfach super wert ist. Ich glaube, was Besseres kann man sich für Geld eigentlich nicht kaufen als diese Erfahrung, die man hat. Aber natürlich ist meine Situation sehr privilegiert und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, diese Möglichkeit zu haben. I'm
sollte auf jeden Fall reisen. Und hätte es die Möglichkeit so nicht gegeben mit dem Bus, hätte ich vielleicht eine andere Möglichkeit gefunden, irgendwas zu sehen von der Welt. Weil ich wollte auf jeden Fall losziehen. Ja genau, als wir dann den Bus hatten, ist meine Mama auf den Bauplan von Vicky gestoßen. Und da hatten wir schon mal so ein kleines Grundkonzept, wo wir uns dran festhalten konnten, wo alle Tipps drin stehen für die natürliche Dämmung und für die Raumaufteilung. Also das ist ein Fiat Talento L2H1, wie auch der Cinnamon von Vicky. Mamas Freund ist Tischler, was natürlich sehr gut ist. Und der kennt sich natürlich aus, kann die großen Maschinen bedienen. Und wir hatten dort einen Ort, wo der Bus Goethe eben auch stehen konnte, dass wir halt drinnen arbeiten konnten. Von Fenster bis Dämmung, Boden legen, Holz, Schränke bauen und auch Elektrik, das haben wir alles selber gemacht, zusammen. Und ich bin da auch sehr glücklich über die Hilfe, die ich hatte und überhaupt die Möglichkeit, dass da halt noch jemand ist, der sich so fachspezifisch auskennt mit Holz und den ganzen Sachen. Das war, ohne Martin sähe das nicht so aus, auf jeden Fall. Der Ausbau ist einfach auch mit Höhen und Tiefen verbunden. Dann funktioniert irgendwas doch nicht, wie man sich das vorgestellt hatte. Oder irgendwelche Richtlinien kann man dann nicht einhalten, die man aber halt eben einhalten sollte. Und dadurch entsteht halt auch super viel noch so spontan an Kleinigkeiten, über die man sich vorher noch gar keine Gedanken gemacht hat. Da das bei uns ja jetzt so ein Familienprojekt waren natürlich immer drei Leute beteiligt. Also drei Leute mussten das Fenster gut finden und die Griffe gut finden. Drei Leute mussten den Wasserhahn gut finden und wo die Lampen sind. Das ist natürlich auch ziemlich viel. Ja, da muss man sich sehr abstimmen aufeinander. Das hat ziemlich gut geklappt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, wie das wohl so funktionieren würde. Aber es hat sehr gut geklappt. Ich habe super viel gelernt während des Ausbaus in der Werkstatt, wie ja die Sachen funktionieren, wie man irgendwas zusammenbaut, wie das funktioniert mit dem Kork und der Dämmung, wie man Boden legt, wie man in ein Auto hinten ein Loch reinschneidet für ein Fenster. Das war ja das Allerwildeste. Ja, ich weiß hier, wo alles ist, wie die Elektrik, wo die verlegt ist, wie das mit dem Wasser funktioniert und sowas alles. Das habe ich dann gelernt. Ich habe beim Busausbau mehr Praktisches gelernt. Also man hatte direkt die Anwendung, anders als jetzt zum Beispiel in der Schule oder ja, beim Abi lernt man halt viel so in der Theorie und hier ist man halt einfach dabei und wenn es halt nicht klappt, dann muss man es halt irgendwie hinkriegen, dass es dann ja passend gemacht wird. Man kann halt nichts weglassen. Das sollte halt am Ende schon alles funktional sein und auch noch schön aussehen, damit man da langfristig was von hat. Wanna be free with this heart, yeah. Wanna feel your arms around. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight? Call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Das ist ein Spirituskocher von Dometic für Innenräume und da passen, glaube ich, 1,4 Liter Spiritus sogar rein und den kann man auch von den Stufen her verstellen, also von einer niedrigen Flamme bis zu einer großen Flamme. Und der ist bis jetzt sehr gut und macht mir immer das Essen warm. Spiritus kriegt man eigentlich in jedem großen Supermarkt. Also das ist echt gut. In Kroatien leider überhaupt nicht. Also da gab es gar nicht. Aber in Portugal hatte ich es auch schon. Und da kriegt man das echt in jedem Supermarkt. Hier in Griechenland gibt das auch super. Eine Flasche 425 Milliliter kosten 1,10 Euro, 1,02 Euro. Und da kommt man mit einer, kommt drauf an, was man dann kocht, für eine Woche vielleicht zwei von diesen Flaschen. Oder ja, kommt drauf an. Meine Mama und Martin, die fahren auch dann danach mit dem Bus weg und auch mit den Hunden. Also
Das ist so ein auf Dauer was. Später, wenn ich jetzt mal vielleicht irgendwas studiere oder irgendwie eine Ausbildung mache, würde ich halt gerne was Sinnvolles tun. Also was halt Menschen hilft, wo es halt wirklich notwendig ist. Diese Reise ist ja jetzt eher was für mich. Ich tue jetzt nichts, kein FSJ oder leiste keine gemeinnützige Arbeit, die andere Menschen voranbringt, sondern die Reise ist so primär für mich und meine Weiterbildung. Und ich würde sagen, ich lerne dadurch auf jeden Fall Wertschätzung, also sehr viel Wertschätzung, auch für ja, mein Zuhause, für natürlich auch die deutsche Infrastruktur. Trotzdem lerne ich auch super viel Empathie gegenüber ja, den anderen Menschen, die man trifft. Und man trifft wirklich ständig Leute mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, anderen Zielen oder anderen Arten zu reisen. Und das ist super spannend. Ich glaube, es ist toll, wenn man reist, dass man Vorurteile abbauen kann und einfach sieht, es gibt auch noch was anderes, wo es vielleicht kein fließend Wasser gibt oder dass es nicht so selbstverständlich ist, also dauerhaft versorgt ist, so wie jetzt in Deutschland, dass man wirklich jederzeit alles bekommen kann. Und ja, besonders auf der Reise würde ich sagen, lerne ich Selbstvertrauen. Ich störe mich so ja ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, an dem Wort Urlaub, weil ich denke, eine Reise ist auf keinen Fall zu vergleichen mit einem Urlaub, weil, wie das Wort schon sagt, man reist ja von einem Ort, Dorf, Land zum anderen und man sieht einfach so unglaublich viel. Alleine jetzt in diesen 2 Monaten, in denen ich jetzt unterwegs bin, ich habe schon so viel gesehen. Ich bin so dankbar dafür. Das ist unglaublich. Also sei es Städte oder auch Natur, Berge, Strände, das ist echt richtig krass. Ich denke, wenn mehr Leute mal reisen würden, einfach um eben diese Fremde zu erleben, dann wäre da einfach mehr Wertschätzung für das Zuhause, was man hat. Für das, was man halt eben zu Hause hat und auch für andere Menschen, wie die vielleicht die Welt sehen, dass man halt einfach mal aus seiner Blase rauskommt und ja, rausgeht. Das ist toll. Days without water and long the sun so grow. We cry over borders, get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Was ist für dich der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen? Als ich Sina habe sprechen hören, musste ich direkt daran denken, dass für mich Reisen bedeutet, auch eine innere Reise zu machen. Also nicht nur wie im Urlaub, wo man vielleicht einfach nur den Alltag loslassen will und entspannen, sondern was sehr viel tiefer geht und wo man für sich ganz, ganz viel lernen kann. Du kannst ja gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben und wenn du Interesse hast an dem Bauplan, nachdem Sinas Camper ausgebaut ist, das ist der Cinnamon, dann kannst du direkt auf meiner Webseite schauen oder auch im Link in der Videobeschreibung. Dort findest du Baupläne zum Opel Vivaro, Fiat Talento und wie sie nicht alle heißen oder eben auch zum Ducato und bald auch anderen Vans. Und nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, ein Like und ein Abo dazulassen. Wenn du mehr Busausbau und Vanlife haben willst, dann darfst du gerne Vanilla Insider werden. In den Insights verschicke ich Tipps, Tricks und Eindrücke vom Vanlife und dem Busausbau. Und manchmal sieht man auch das ein oder andere Video vor der Veröffentlichung. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!